Ja, also wir haben jetzt alles kaputt gemacht und wissen auch nicht mehr, was wir noch kaputt machen können. Und jetzt übergebe ich euch in Eigenverantwortung. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Sehr interessante Schlagzeilen. Wir werden jetzt in die Eigenverantwortung überlassen. Also das ist ungefähr so, der Feuerwehrkommandant meldet Brand aus, die Ruine wurde gelöscht. Es stehen bestenfalls noch die Grundmauern und jetzt kurze Schulterklopfen, übernehmt mal. Was mich fasziniert, dass hier bei uns in Österreich offensichtlich sehr wohl Astrologen am Werk sind. Denn hier haben wir vor uns für morgen das Trigon zwischen Merkur und Jupiter vorliegen. Sehr interessanter Aspekt. Und wir erkennen ganz schnell, dass der Merkur für das vierte Haus, die Bevölkerung, steht und dass der Jupiter für das zehnte Haus und das elfte Haus steht. Also hier sozusagen auf einmal kommen sie, also wir würden auf Wienerisch sagen, schaßfreundlich und ja, also wir müssen euch jetzt das Pfoterl reichen. Hier, das sind jetzt nur Freunde von mir, das sind Schauspieler, aber wir tun so auf bevölkerungsfreundlich. Also wir machen jetzt wieder auf, wir sind ganz lieb, wir wollen euch. Ja, das ist sehr, sehr nett von euch. Dankeschön. Danke sehr. Das werden wir euch nicht vergessen. Wir haben morgen, Montag. Was haben wir? Morgen müsste eigentlich auch ein keltischer Mondtag sein. Das heißt, wir werden hier auf diesen Mond besonders schauen. Eine Trigonierung zwischen Merkur und Jupiter. Hervorragender Aspekt. Und die Zahlen sind an sich, wenn ich richtig gerechnet habe, auch recht gut. Die 12, die 19, die 21, nochmals die 21, die 23, die 24 und die Quersumme 6. Zunächst einmal beginnt es mit der 12. Und ich glaube, diese 12 bedeutet jetzt nicht durch Bürden und Lasten zu sich selbst finden und dass sozusagen die Welt Kopf steht, sondern ich glaube eher, dass sich viele Leute jetzt am Kopf kratzen werden und sagen: Moment, was läuft hier jetzt? Zuerst haben sie 1,5 Jahre den Horten und Storken gespürt, es ist alles verboten und jetzt, ja, wir müssen jetzt wieder alle ganz lieb sein und ich habe ja nur meine Pflicht getan und irgendwer, ich bin angeblich Vater, wäre ich jetzt, ich weiß das jetzt auch nicht, der Vater wird von meinem Kind wird noch ausfindig gemacht. Ja, da laufen interessante Dinge. An zweiter Stelle haben wir die 19, die 19 Sonne, maximale, also maximal die 21 ist noch besser, aber eine grandiose Schutzzahl, also und die begleitet uns über die nächsten 4 Monate, weil Trigon zwischen Merkur und Jupiter ist eben ein Drittel eines Jahres, also sollten 4 Monate unterm Strich bei raus sein. Die 21 an dritter und an vierter Stelle, also eine doppelte Wirkung, grandios, da kann eigentlich so gut wie wenig passieren. Höchstes Glück auf Erden, ich bin sehr erfreut, also ein sehr angenehmes Horoskop. Ihr seht, ich mache nicht nur negative Horoskope, ich nehme nämlich die Horoskope, die immer zu machen sind, leider. Und wenn halt mehrere negative Aspekte hintereinander sind, kann ich die halt nicht unterm Tisch fallen lassen. Wie sollte ich das? Die 23 dann an fünfter Stelle ist ebenfalls eine Schutzzahl, zeigt halt eben, dass Leute erst in letzter Sekunde die Maske runter, erst in letzter Sekunde Hilfe annehmen wollen, aber es schaut trotzdem beruhigend aus, ja. Also hier könnte man sich durchaus einmal auch früher helfen lassen oder einfach einmal Pause machen, sich umdrehen, wo die anderen denn geblieben sind, weil die haben schon vor 2 Stunden mit der Pause angefangen. Die 24 als letzte Zahl, Stabkönigin. Naja, da geht es um Partnerschaftsprobleme, weil man sich allzu gerne selber durchsetzt, weil das Ego ein bisschen zu stark ist. Und hier soll man halt eben lernen, mit anderen eher in freundschaftlichen Kontakten zu verbleiben, als immer nur Recht haben zu wollen. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein alter Rechthaber. Ich habe immer Recht haben müssen. Na na, das war mal vor langer Zeit. Mittlerweile kann ich sogar gelegentlich zuhören. Die Quersumme 6,
meint jetzt nicht die Sexualität, wie es da dargestellt wird, sondern ich würde eher sagen, hier geht es darum, wirkliche Liebe anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, das Dienen auch lernen, aber auch sozusagen Begrenzungen auflösen, aufzulösen, lernen oder zulernen oder irgendwie so in der Richtung. Aber auf jeden Fall, es geschehen spannende Vorgänge, es geschehen, wie man so schön sagt, noch Zeichen und Wunder. Also jetzt sind wir halt auf einmal entlassen, nachdem man uns in Einzelhaft und Dunkelhaft gehalten hat. Sehr schöne Entwicklung. Weiter zum zweiten Teil. Ende.